Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Es gibt ein neues Event. Deathmatch heißt das. Im War Thunder Spiel. Dieses Spiel, welches wir hier, beziehungsweise ich, spiele. Ja. Wie gesagt, Deathmatch Event, da geht es einfach darum, ja, wer die ersten 10 Kills hat, der gewinnt. Und die 100 Besten, was ist das denn? Die 100 Besten, ich brauche gar nicht in die Liste gucken, da bin ich noch meilenweit entfernt. Die 100 Besten gewinnen 500 Golden Eagles. Also für die Leute, die ohnehin wahrscheinlich schon alles haben oder den das Standard AB oder was auch immer zu langweilig ist im Moment oder die einfach mal ein bisschen den Kopf frei kriegen wollen, ist das wahrscheinlich gedacht. Das ist schon relativ unterhaltsam. Ist halt witzig, weil ich klicke schon mal auf Teilnehmen, das wäre vielleicht hilfreich, weil jeder ein Gegner ist, man hat also keine Verbündeten, jeder schießt jeden ab und wer die ersten 10 Kills erlangt hat, der hat dann halt dieses Match gewonnen, kriegt 30.000 Silver Lions. Und wenn er es schafft, unter die 100 Besten zu kommen, kriegt er halt noch 500 Golden Eagles dazu. Ich habe erst ein Match gemacht, um das mal mir anzuschauen. Das war wirklich ganz witzig. Und ja, 4 Kills habe ich gemacht. Die meisten haben 4 Kills gemacht, komischerweise. Ich glaube, das waren 5 Spieler auf jeder Seite. Nee, nicht auf jeder Seite. 10 Spieler insgesamt müssten es gewesen sein. Könnten auch 8 gewesen sein. Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Aber es waren mindestens 8. Und einer hat nur einen Kill und einer hat halt 10 Kills gemacht und dazwischen die meisten haben halt 4 Kills gemacht, so wie auch ich. Und habe 5 Flugzeuge verloren. Man kommt immer wieder mit demselben Flugzeug rein, aus unbegrenzt offensichtlich. Beziehungsweise bis das die ganze Geschichte vorbei ist. Stalingrad scheint hier die Karte der Karten zu sein. Die hatte ich eben gerade auch schon. Ich nehme das selber auch nochmal mit den Panzern auf. Das hänge ich da hinten mit dran und setze dann einen Zeitstempel, also schreibe ich unten einen Zeitstempel in die Beschreibung, da könnt ihr dann direkt dann draufklicken, falls euch dieses ganze Flugzeuggedöns hier eh nicht interessiert. So, gehe ich also jetzt mal rein hier. Der Spitfire FMK. Nein. Restkalten Kaffee getrunken. So, es geht los. Ich habe erst mit da oben nichts anfangen können, aber also mit der Anzeige. Das erste ist die Abschüsse, das zweite sind, das zweite ist, wenn man viel labert und nicht drauf achtet, wer ein, und schon ist man weg. Aber wir können ja noch weiter rein. Meine ersten 12 Punkte habe ich mir verdient, klar, dass man gleich weg ist. Aber das Schwierige ist auch, wenn man natürlich spawnt und hinter einem einer spawnt, der kann dann sofort wegschießen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen knifflig dann. Also aufpassen. Ja, so wie hier jetzt zum Beispiel. Sind sie alle hier, die Typen? Und fliegen dann natürlich Manöver, die sind einfach komplett sick. Jetzt habe ich hier ein Problem. Wie man sieht, will der Typ mir die ganze Zeit auf die Zwiebel gehen, aber mein Vorteil ist, jetzt jagen die ihn. Ich hoffe, ich kann noch eine Sekunde am Leben bleiben. Please, einmal noch schießen. Das wird nicht schon wieder derselbe Typ mit seiner überzüchteten Drecksjack. Ja, was will man machen? Also die Runde vorher liegt besser. Rang 10, das ist natürlich nichts hier. Aber es ist auch relativ spät, schon um 1. Wer jetzt um 1 noch spielt, hat entweder keine Arbeit, lebt in einer anderen Zeitzone oder hat einfach einen Tag frei. Bei mir in dem Fall nicht wirklich Letzteres, aber ich komme auch mal ab und an mal mit ein bisschen weniger Schlaf aus. So, dann haben wir einen polnischen Bruder. Den Typen hat weggehauen. Ich will wenigstens noch einen Kill machen. Und nicht die ganze Zeit auf Not fliegen hier. Okay, der kommt rüber. Komisch. Hätte schwören können, dass ich ihn kille so. Hätte er nicht mal einen kritischen Treffer erlangt. Das ist natürlich peinlich. Eventuell mache ich noch eine Runde, wenn die jetzt schnell vorbei ist. Pff, scheiß drauf, ne? Ein bisschen Geld habe ich auch schon bekommen, eine Abschlusshilfe.
Ja, Abschlusshilfen gibt es hier komischerweise auch noch. Klar, irgendwer muss ja das hier bekommen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich dachte, hier gibt es keine Abschlusshilfen. Ich dachte, wer einen Kill macht, macht halt einen Kill. Und alle anderen haben halt das Nachsehen. Ah, komm, komm, komm! Ich hab einen Kill. Oh, Jesus! Also, wenn knapp, dann so. Yep, aber schon wieder sehen wir einen Täter in mir. Ja! Yeah. Es ist so, wenn man sich wirklich noch nicht drauf eingestellt hat, aber ich glaube, das ist auch vollkommen egal, ob man jetzt hier schon 20 Schlachten macht oder 2 nur gemacht hat. Denn, wenn man wirklich kaputte Leute hinter sich hat, ne, dann ist man dementsprechend schnell auch weg. Das war auch nur eine Abschlusshilfe. Und jetzt habe ich natürlich noch jemand anderen an der Backe. Und ich höre schon das Gefeuer hier. Man ist also jetzt gerade hier nicht lange am Leben. Und ich würde, oh, kurz vorm ohnmächtig sein. Kann auch nicht mehr allzu prickelnd steuern hier. Das Einzige, was mich retten könnte, ist, wenn jemand anders noch einen wegfegen will hier. So, jetzt werde ich hier kommen. Schnell, einen Kill noch. Na, immerhin, irgendwie habe ich ihn getroffen. Scheint aber kein Crit gewesen zu sein. Einfach nur ein Öltank. Weggeranzt. Ich habe jetzt einen Kill, ernsthaft jetzt. Immer killt mich der Ficker mit seiner dreckigen Hurenjack. Ich will ja nicht ausfallen werden, aber das ist echt daneben, Mann. Und gleich einen hinter mir. Wo ist denn der Vogel? Ja. Also ist schon von der Geschwindigkeit her ziemlich hoch hier. Und wer sowas steht, der hat hier echt seinen Spaß. Und wenn man Pech hat, so wie ich jetzt, verliert man das Ziel aus den Augen. Ich meine, jetzt sehe ich ihn wieder, aber whoop. Irgendwie konnte ich jetzt nicht gerade ganz mitgehen. Ich weiß nicht wieso. Tja. Ein Hit, Feierabend. Ich habe wirklich erst einen Kill und ich habe schon. Hier ist gleich vorbei. Das ist natürlich peinlich, aber ihr versteht das Grundprinzip. Ich meine, hier kann ich leider. Ich weiß nicht, warum es jetzt so scheiße läuft. Aber es läuft so scheiße. Eine Kurva Ruski! So. Das war das jedenfalls hier. Ich überlege, ob ich noch eine Runde mache. Ich glaube, ich mache noch eine Runde. Warum auch nicht? Ist ja spaßig. Man kriegt ja auch mit, wie ich mich wirklich hier erheitert fühle. Da ist ja das hier. So, 10. Davor war ich 4. Das ist natürlich heftig. Und ich bin gefallen. Ich weiß gar nicht, wie konnte ich gefallen? Ich war doch vorher auf 24. Hey. Aber hier sieht man es. 10. Gut, es sind nicht ganz so viele Vierer mit bei. Aber das sind alles unterschiedliche Spiele. Also ich gehe mal davon aus, dass man nicht als Staffel rein kann. Vermute ich jetzt mal zumindest. Kann es natürlich nicht genau beurteilen. Aber davor war jedenfalls keiner waren nicht 2 Leute aus derselben, also die in der Staffel geflogen sind. Oder irgendwie aus demselben Clan kommen. Wir können mal kurz in die Bestenliste gucken. So, ich bin schon fast in der Nähe. Fast in der Nähe. Chili Willy. Was ist das für ein schrecklicher Name? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Verrückte Türke. Saloni Kalbur. Das ist wohl irgendwas Polnisches. Jedenfalls von der Schreibweise her hier. Kurt. Blatt. Diesen Namen, der sagt mir auch irgendwas. Den sich. Also manche Namen erkennt man, weil man sie öfter aus diesen Events, oder in diesen Events schon gesehen hat, irgendwie. Gut, cool, das ist auf Band 2, Seite 2. Gut, da sagt mir überhaupt keiner irgendwas.
Ich guck manchmal, ob da die mit bei sind, gegen die man schon gespielt hat. Ich habe eigentlich ein relativ gutes Namensgedächtnis. Nichts mit bei. Bolschoi. Kannibal. Es könnte irgendwie so ein Ukrainer oder so sein. Ist das irgendwie irgendwas Polnisches hier? Das nicht. Jetzt schätze ich auch ein bisschen länger zu dauern, bis man mal rein kann. Eventuell breche ich ab und verkürze das hier oder so. 1 Minute 25, das ist natürlich hier alles Spielzeit, ne? Ja, ich würde sagen, ich überspringe dann hier mal kurz. Also, ich habe jetzt nach über 3 Minuten Wartezeit abgebrochen und hier bei den Panzern hat es nur 45 Sekunden gedauert. Jetzt mit Sherman Firefly rein. Relativ viel Munition hier. Ich würde mal hier ein bisschen was wegnehmen. Wahrscheinlich werde ich eh nicht so viel verschießen. Ist wohl immer noch zu viel, aber ist mir jetzt auch Wurst. Guck mal, dass wir hier irgendwie durchkommen. Im Prinzip hat man ja auch verstanden, wie das abläuft. Ob ich jetzt in der Luft fliege und mich da wegschießen lasse. Ihr habt ja gesehen, die anderen schießen halt mehr weg. Ich halt weniger in dem Fall. Und jetzt muss man mal gucken, dass man hier klarkommt. Wahrscheinlich wird man hier genauso schnell weg sein. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Also ich höre schon was, aber da ist einer. Irgendwo da oben. Ja, komisch. Kritischer Treffer reicht wohl nicht. Ein Hit und er fickt mich weg. Aber das sind so Panzer, die kannst du natürlich auch in die Tonne treten. Und Schwulibutzki fährt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Eben blitzfickig repariert hier. Das ist jetzt mein erstes Panzermatch hier. Und gleich werde ich schon wieder weg sein, wenn der IS feuert. Ich wusste es. Ich bin hier irgendwie ohne Quatsch. Ich bin hier echt gerade unterlegen mit diesem Scheißding. Das heißt, ich kriege hier eigentlich nur Abschusshilfen. Ich habe auch keine andere Munition für dieses Teil. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, vielleicht, ob ich nicht schon alle Munitionstypen erforscht habe, aber ich glaube nicht. Das war nicht so clever. Und ich werde gleich schon wieder wechseln. Immer derselbe Typ mit seinem selben verkackten Hurentiger. Also das macht jetzt weniger Spaß, weil, also ein Flugzeug ist halt ein Flugzeug. Die waren nicht unbedingt jetzt extrem stärker gepanzert oder weniger. Aber hier bin ich ja echt unterlegen mit diesem scheiß Sherman. Boah, mein erster Kill. Gott sei Dank für den Arsch. Bin ich nicht stolz drauf. Kacke, da ist auch noch einer. Titz, direkt da, oh. Was? Man kann nicht löschen? Und wieso? Was ist, fährt er denn für eine Gemühle hier? Aber ich werde wohl, jo. Aber ich werde auch verrecken. Also das ist wohl ausgeschlossen hier. Man kann nicht löschen. Aha, ist eigentlich auch interessant. Wusste ich vorher nicht. Steht ja nun auch nicht unbedingt da. Der Kollege ist auch schon wieder da. Will ich schon wieder rein? Ich weiß nicht. Da sind sogar hier zwei gerade in Fight.
Das ist so typisch Russenpanzer. Jupp, so schnell geht das hier. Man kann gar nicht so schnell gucken. Das ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen, ich glaube, ist das Absicht gemacht, dass man die auch nicht so häufig auf den Karten sieht. Guck mal, wo er reingegangen ist. Hm, auch nicht schlecht. Die Mutter hat's eh zerlegt. Ich frag mich, wie das hier aufgeteilt ist. Also jetzt sehe ich schon wieder keinen. So, der Typ wird jetzt hier natürlich erstmal chillen. Er wird vorfahren. Ich habe wirklich nur einen Moment hier. So, und der mit seinem T34 wird natürlich auch gammeln. Yep. Ah, dachte ich mir schon. Kleiner Schwuchtelficker. Zu geil. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er wusste, dass ich schwer getroffen war. Der wird einfach gewusst haben, der Kollege ist langsam mit dem Ding hier. Scheiße, da ist er schon. Ich meine, es ist schon spannend. Im Prinzip ist es ja nicht anders als vorher, aber... Oh, okay. Ich war also der Letzte, der hier gekillt werden musste. Jetzt will ich mal wissen, ob er derjenige ist, der auch dann die 10 Kills gemacht hat. Also das ist natürlich ein bisschen... Es ist kniffliger. Es ist, ja, er war derjenige mit den 10 Kills. Klar, muss er, sonst wäre er nicht vorbei gewesen. Was steht da? Gleisketten? Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Das Ding... Ich habe das zufällig genommen, weil ich keine Lust hatte, bei den anderen Nationen jetzt die Fahrzeuge auszutauschen. Und habe einfach nur durchgeklickt, habe gesehen, dass hier einer verfügbar war. Ach du Scheiße, jetzt wundert mich natürlich auch nichts mehr. Ja, 10 Kills, 4-mal verreckt. Ich bin 7-mal verreckt. Ich bin der, der am häufigsten verreckt ist, aber immerhin auch mal 4 Kills geschafft hat. Ich glaube, wenn man all diese Modi länger spielt, dann wird man schon etwas besser. Ganz klar, es sei denn, man ist von Natur aus schlecht und macht das einfach nur, wie zum Beispiel Kaiser Franz. Die kann ja auch so viele Sachen da irgendwie nicht. Die sieht da nicht durch, die spielt halt, wie sie Bock hat, ne? Und kümmert sich um so viele Sachen einfach nicht. Weil ihr das so anstrengend wäre. Aber, ja, trotzdem unterhaltsam. Würde ich häufiger spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch öfter mal wiederkommt. Jetzt läuft es erstmal in 7 Stunden ab und dann ist hier erstmal finito. Aber es wird bestimmt wiederkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, wird mir helfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh, haut rein. Tschüssikowski mit Öl.